Hallo, herzlich willkommen in den Biologielaboren des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation. Mein Name ist Katharina Gumpel. Ich bin zuständige Laborleitung und Ausbilderin für den Bereich der Biologielaboranten. Ich selbst habe die Biologielaborantenausbildung genossen und nehme euch jetzt mal mit in unsere Labore. Biologielaborantinnen und Laboranten erlernen hier die grundlegenden Verfahren und Methoden, um einen Laborbetrieb aufrechtzuerhalten. Das sind zum Beispiel das Ansetzen von Nährmedien und Puffern oder das Autoklavieren und Reinigen von Laborgeräten und auch das Kalibrieren und die Wartung von unterschiedlichen Laborgeräten. Hier im Institut haben wir unterschiedliche Forschungsschwerpunkte und unsere Auszubildenden in den Laboren sind auch aktiv in den Forschungsbetrieb mit eingebunden, sodass man eng mit den Wissenschaftlern von der ganzen Welt zusammenarbeitet. Somit wird auch die englische Sprache und das Schulenglisch ein bisschen aufgefrischt und kann auch geschult und auch fortgebildet. Hi, mein Name ist Lars Lehmann und ich bin im ersten Lehrjahr der Biologielaborantenausbildung. Am besten am Beruf gefällt mir eigentlich, dass mir von Anfang an viel zugetraut wurde und ich auch eigenständig Aufgaben im Labor übernehmen kann. Zu meinen Aufgaben gehören, dass ich in der Zellkultur zum Beispiel eigene Zelllinien habe, um die ich mich kümmere und versorge. Des Weiteren kalibriere ich verschiedenste Geräte im Labor und sorge somit für einen reibungslosen Ablauf im Laboralltag. Wenn du sorgfältig arbeiten kannst und selbstständig, aber auch gerne im Team arbeitest, wenn du viel Verantwortungsbewusstsein besitzt und ein gutes technisches Verständnis, dann bist du bei uns genau richtig.